Seit 25 Jahren liebt sie diesen Mann. Wolfgang Dauner, auf dem Gemälde eines Stuttgarter Künstlers. Ein ziemlich guter Typ da drauf, ja? Ich habe ihm auch gesagt, wenn du mich nicht so günstig darstellst, dann kaufe ich das Bild nicht. Den Frank Zappa des Schwabenlandes hat man ihn genannt. Zu Recht. Bei dem Aussehen, bei dem Leben und bei der Vielseitigkeit in der Musik. Weil ich gerade meine Biografie so ein bisschen aufschreibe. Und was ich da alles aufschreiben muss, ja, also es ist unwahrscheinlich. Er hat diese Band gegründet, das United Jazz and Rock Ensemble, die besten Jazzer Europas auf einer Bühne. Aber das ist nur eine Seite von ihm. Ich bin einfach ein neugieriger Mensch. Mich interessiert Musik, mich interessieren verschiedene Sparten, sodass ich eigentlich nie Nein sagen kann, wenn mir jemand was anträgt, sozusagen. Geht auf einmal eine Türe auf. Und dann kommt die rein, ja. Und dann zieht er das Messer raus. Und sowas mache ich halt, ne? Ob Filmmusik, eigene Kindersendungen oder Klassikkonzerte, ihn hat man nie festlegen können. Vom Jazzkeller über Experimentalmusik in Donaueschingen bis zur surrealistischen Oper. Die Trennung in Ernst und Unterhaltsam, Hoch und Niedrig hat ihn in der Musik noch nie interessiert. Keine Grenzen, aber das auf genialem Niveau. Das ist für ihn Jazz. Jazz ist die Möglichkeit, sich so auszudrücken, wie man es in keiner anderen Musik eigentlich kann. Mit Klängen, mit Harmonien, mit Rhythmen. Ja? Man kann quasi so dahinschweben aus so einem Traum von Vorstellungen, von musikalischen Vorstellungen, was man einfach bei fixierter Musik so nicht kann. Ein halbes Jahrhundert Musikgeschichte in einer einzigen Person. Klassik, Rock, Jazz, Unterhaltung und Provokation, Gefühl und Experiment. Und immer interessierte ihn das Volk, vor allem die Kinder. Eine eigene Fernsehsendung hatte er für sie, Glotzmusik. Witzig, anarchistisch, in der er auch seine eigene Kindheit verarbeitete, als Waise, der eher aus Zufall zum Klavier und damit zur Musik gekommen ist. Ich bin dadurch zum Klavier gekommen, dass ich bei meiner Tante, die Klavierlehrerin war, immer mittags von 1 bis 3 Mittagsschlaf halten musste. Und das war genau neben dem Unterrichtszimmer. Und jetzt habe ich jeden Tag gehört, was die Leute dort gespielt haben. Und alle haben die Kuhlau-Sonatine Nummer 1, Opus 20 gespielt. Aber alle sind am 6. Takt hängen geblieben. Und dann bin ich eines Tages, da war ich ungefähr 5, 6 Jahre alt, als ich es nicht mehr ausgewählt, ich konnte nicht mehr schlafen, ich habe nur gewartet, ob da jetzt einer mal über den Takt wegspielt. Bin ich eines Tages im Schlafanzug rausgekommen, bin dann ins Klavier hingegangen, habe den Takt mal gespielt, damit die mal hören, wie das geht. Ja, das war mein erster Auftritt sozusagen. Und unzählige danach, von Constantin Wecker bis Chick Corea, vom Solokonzert bis zum großen Orchester. Aber Wolfgang Dauner wäre nicht der Grenzüberschreiter, der er ist, wenn er sich nicht auch für anderes interessieren würde, jenseits der Musik, für die anderen Künste und leidenschaftlich für die Naturwissenschaften. Das Schönste, was ich erleben könnte noch, wäre, wenn wir mit außerirdischen Intelligenz in Berührung kämen. Das wäre das, was mich wirklich interessieren würde. Wie ist das entstanden? Gibt es nur ein Universum oder sind es mehrere? Gibt es tatsächlich dieses Wurmloch, wo man in ein anderes Universum rein kann oder in eine andere Zeit rein kann. Ich wäre wahrscheinlich Astrophysiker geworden, wenn ich nicht Musiker geworden wäre. Dass Kunst und Leben zusammenfallen mögen, das hat er für sich gewollt. Tango auf der Bühne, Tango zu Hause. Und seine Frau und Muse sieht das als eine spannende Zeit. Eine sehr aufregende Zeit. Erregend, zugleich, jeden Tag die Aufmerksamkeit pflegen,
schreiend das Haus verlassen, tobend die Türen zuknallen. Alles dieses gehört dazu. Und ich denke, dass zwei Künstler wie wir, die so eine Präsenz haben, gar nicht anders miteinander leben können. Aber wir haben es jetzt immerhin ganz gut hingekriegt. Es ist immer noch eine Liebesgeschichte. Preise, Auszeichnungen, ein Bundesverdienstkreuz. Und noch jede Menge neuer Projekte für neue Musik, auch gemeinsame mit seiner Frau. Aber dass sich der schwäbische Sapper deshalb selber zu ernst nehmen würde, davor muss man keine Angst haben. Das hat ja der Romain Rolland, der hatte schon vor 1920 gesagt, es gibt viel zu viel Musik, hat er gesagt.